In Österreich leben etwa 9000 Menschen mit Down-Syndrom, auch bekannt als Trisomie 21. Bei diesem Gendefekt liegt das Chromosom 21 oder Teile davon dreifach vor. Abtreiben oder bekommen? Liegt der Verdacht auf Trisomie 21 vor, stehen die Eltern oft vor einer schwierigen Entscheidung. Bei uns war es so, dass wir es nach der Geburt, circa 3 bis 4 Stunden nach der Geburt, den Erstverdacht bekommen haben. Und dann hat es 2 Tage eben gedauert, bis wir die Diagnose endgültig bekommen. In den ersten 1-2 Stunden war das ein Wahnsinn, weil da ist eigentlich die Welt für uns zusammengebrochen. Uns wurde schon so ab der 12., 13. Schwangerschaftswoche die Pränataldiagnostik natürlich angeboten von unserer Gynäkologin. Aber wir haben uns, mein Mann und ich, eben bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, es ist unser absolutes Wunschkind und wir nehmen es so, wie es uns geschenkt wird. Früherkennungsmethoden machen es möglich, das Down-Syndrom während der Schwangerschaft festzustellen. Es wird vermutet, dass 90% der Kinder mit Down-Syndrom nie geboren werden. Es war so, dass ein leichter Verdacht schon vor der Geburt da war und ich eher der Tochter geraten habe, keine detaillierten Untersuchungen vornehmen zu lassen, weil sie dann vor einer Entscheidung steht, die unwahrscheinlich schwierig ist. Ich habe das in der Schwangerschaft erfahren, circa 14. Schwangerschaftswoche. Das war ja mit sehr gemischten Gefühlen zuerst einmal natürlich. Ich war natürlich verunsichert. Wie wird das werden? Was kommt auf mich zu? Die Entscheidung, dass der Jonas kommt, war für mich sicher. Also Abtreibung wäre für mich nicht in Frage gekommen. Und ja, der Jonas belohnt mich jeden Tag dafür, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Die Gesellschaft tut sich oft schwer mit Menschen, die etwas anders sind. So Manuela Zitzler vom Verein 46+1 Down-Syndrom. Wir sind sehr viel unterwegs, wenn Leute herkommen und sagen, da schau ein Mongolider. Das ist ein ganz schlimmes Wort, das eigentlich nicht mehr verwendet werden soll. Aber es nützt nicht, wenn man dann irgendwie komisch reagiert. Man muss auf die Menschen zugehen, es ihnen erklären, ihnen auch erklären, dass das Wort nicht angebracht ist und dass er nicht unter dem Down-Syndrom leidet. Er leidet überhaupt nicht, David ist sehr glücklich. Eine weitere Hürde ist die Integration von Down-Syndrom-Kindern in Schulen und später in die Arbeitswelt. Es fehlt noch immer am Geld, um die Kinder auch ausreichend fördern zu können. Das Erste ist, dass man das Bewusstsein von Lehrern, von Direktoren ändert, dass sie feststellen, dass Kinder mit Down-Syndrom nicht dumm sind, dass sie alles lernen können nach ihren Fähigkeiten und Begabungen. Spezielle Lernmethoden und Förderunterricht sind notwendig, um den Kindern eine normale Entwicklung zu ermöglichen. Was aber bei den Kindern ausreichend vorhanden ist, ist Zuneigung. Der Jonas ist in seinem Verhalten doch noch einmal anders, weil der Jonas kommt halt her und umarmt mich und sagt, Mama, ich liebe dich so gerne. Das Besondere an unserem Simon ist, dass er einfach wirklich ein sehr positiver Mensch ist, dass er eigentlich immer lächelt und wenig Tränen eigentlich hat und dass er uns eigentlich jeden Tag mit sehr viel Liebe beschenkt. Und wir können das wohl mit dem liebevollsten Interview, das wir je geführt haben, bestätigen. Übrigens, am 14. Juni findet die erste österreichische Benefizgala für Menschen mit Down-Syndrom in Gmunden statt.